Ja, willkommen zurück zur nächsten Information. Ich habe letzte Woche noch mit diesem Gerät hier aufgenommen und du erkennst hier, dass ich mittlerweile, weil ich ja ein Tablet für den EA-Kurs, da vieles über eine entsprechende Plattform abgewickelt wird, auch einige Übungen im Fach Französisch, habe ich mir gedacht, ich nutze jetzt die Gelegenheit in dieser Zeit und nehme statt mit dem Smartphone nun hier mit diesem Gerät auf, etwas Neues versuchen, da das Lernen ja auch damit verknüpft ist, Neues dazuzulernen. Und in der ersten Fremdsprache des Landes, das ist der Französisch, und hierzu gibt es eine Hilfestellung von der Lehrerin. Sie hat nämlich mit Hilfe von Quizlet, das ist hier solch eine App, ist hier entsprechend ersichtlich und gehe mal drauf und habe hier innerhalb von meinem, das ist diese Angaben zu diesem Kurs, das sind die entsprechend aufgeführt, diese Bezeichnung und darunter die entsprechende Vokabel. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, dann da drauf zu gehen und da, okay, das hier drauf und hier sind diese aufgeführt. Die vom ersten Kurstag, diese Vokabeln, dann vom Kurstag 2, wo ich Französisch gehabt habe, und dann um 3 und dann die entsprechende weitere, wie auch die ersten Verben. Die Verben werden ja in drei Gruppen unterteilt. Das sind die ER-Verben dort. Das erste ist in der Tat parle, also ich spreche. Dann diese zweite Gruppe ist werbende RE und zuletzt noch IR-Verben. Und da gibt es bei jeder dieser Verben sogenannte Hauptformen und die werden da entsprechend gelernt. Und da gibt es innerhalb von dieser Hauptgruppen der drei Verbentypen weitere Unterkategorien mit unregelmäßigen Verbformen. Und die hat es ja einfach in der Tat für sich diese bereits herausgeschrieben, indem sie das Ganze hier, weil sie ist davon ausgegangen, da sie natürlich auch andere unterrichten und teilweise solche, die auch höhere Anforderungen haben, noch mehr Vokabeln, dass wir so das Ganze ja nun nutzen kann. Sie hat das Ganze so gemacht, dass wir ohne Kosten hier diese Datei nutzen können. Also es fängt hier an mit dem Vokabular. Hier oben, das R ist ein Beispiel. Es geht hier um das Wort, also Apprentissage. Und ja, hier ist die Liste und kann dann unterhalb hier anfangen lernen mit den entsprechenden Karten. Früher waren es Karteikarten, jetzt ist das Ganze und auf dem App verfügbar. Und so müsste und sollte jeder der Schüler natürlich auch dazu animiert werden, diese zu lernen, da sie ja jederzeit verfügbar sind. Wir haben ja es alle so eingestellt, dass es genutzt werden kann. Zusätzlich gibt es hier die Möglichkeit, das Ganze dann auch noch anzuhören. Also die Vorteile liegen gegenüber früher deutlich im Vorteil. Natürlich soll es und müsste es genutzt werden. Und das Schreiben ist, ich habe es auch auf einem Desktop und dort mit dem Thinksystem ist es wesentlich einfacher, aber es funktioniert gut und das ist ein Riesenvorteil, den ich dadurch habe. Nun, Französisch ist ja meine Landessprache, die ich ursprünglich in der Schule mal als Wahlfach gehabt habe und habe dann aus Interesse und Neugier online mal einen Sprachtest absolviert. Den ist immer noch online, den kann jeder absolvieren in Französisch und dann noch weitere sehr interessante Sprachen, auf hier etwa eine Stunde eingerechnet werden müsste. Das habe ich gemacht und dadurch habe ich dann diese Bücher hier dann erhalten. Und das ist im Prinzip nach wie vor die Basis dazu, welche ich zum Lernen brauche. Genau. Und hier in diesem Buch
Das war das Thema mit diesem Be Thema Le Lois, also die Freizeitbeschäftigung. Und hier gab es dann für mich etwas unverständlich, so ja, Themenbereiche. Und im unteren Bereich kennst du dann derjenige, der hier Gartenarbeit ausrichtet. Das heißt, es geht hier um Je fais du Jardinage. Und ich hatte in diesem Buch nicht die Erklärung dafür gefunden, was das genau bedeutet, du, weil es gibt in den Büchern keine Erklärung. Und dann habe ich weitergesucht, habe mich mit einer anderen Lernmethodik auseinandergesetzt. Hier ging es dann um die Lernsoftware. Begleiten gibt es hier, das ist der Anbieter, das abgenutzt, wo es um Sprache geht, mit Hilfe von einem geführten interaktiven Sprachkurs, wodurch die Möglichkeit hatte, und ich nutze es immer noch, die Spracherkennung zu nutzen. Und das ist ein Riesenvorteil. Und jedes Mal passt es dann entsprechend dem Level an. Der Muttersprachler, und das ist einfach eine geführte interaktive Sprache. Also nun, das hat mich so gereizt, dass ich dann in der Tat eine Sprachreise dann tatsächlich nach meiner Berufslehre unternommen habe. Mit Hilfe dieses Büchleins ging es dann los und habe dann, ja, in der Tat, das habe ich anfangs Juli gekauft, 2005. Und als ich dann dort war, musste ich feststellen, dass das einfach noch zu wenig ist, um effektiv in der Frankreich dann sich wirklich verständigen zu können. Ich habe dann ein weiteres gekauft. Hier ging es dann um Systematik. Also wirklich, das habe ich dann, nachdem ich nach 8 Wochen nach Hause kam, am 4.11. gekauft, mit System zu lernen. Und dort hatte ich dann entsprechend Fortschritte gemacht. Ich habe das Ganze dann auch mit Phase 6 genutzt, wo ich auch als Lernempfehlung von einem Gymnasium erhalten habe. Und das war auch dann der Grund, warum ich gesagt habe, ich lerne nicht einfach nur, dass ich meine Freizeit etwas Sinnvolles tue, sondern ich verknüpfe es dann mit einer zusätzlichen Ausbildung. Das hat dann zu tun, dass ich einen Agrokaufmann-Kurs gestartet habe, und dort gab es dann dieses Buch hier. Und das war an einem 19.07.2006. Und das habe ich im ersten Semester erarbeitet, musste feststellen, dass meine Kenntnisse viel zu gering sind. Es ist zwar ein Ehrgeiz da, aber um wirklich da vorwärts zu kommen, braucht es viel mehr. Wörter zu lernen, etwas Grundverständnis zu haben, ist nett, aber es braucht mehr, um nach vorne zu kommen. Und habe überlegt, und ja, in der Tat ist das Einzige, sich jeden Tag, wirklich jeden Tag, sich die Zeit dafür zu nehmen, mindestens für ein paar Wörter, etwas Grammatik, Wörter aufzuschreiben und Wörter laut vorzulesen. Und das tat ich seither. Und das ist dann auch im übertragenen Sinne der Vorteil, den ich nun mitbringe, dass das, was ich jetzt aktuell in der Schule durchführe, im EA-Kurs, etwas einfacher daherkommt und auch mit Hilfe von diesen Vokabeln, die es da gibt, mit dieser Listen, das ist ja hier dann das zweite, welches aufgeführt ist. Und zusätzlich habe ich dann online einen interessanten Kurs gefunden, das nennt sich hier Duolingo. Und bei diesem Kurs, also diese App, habe ich die Möglichkeit dann zu lernen. Das heißt, ich habe hier eine Statistik, die ist hier aufgeführt, das ist hier Französisch. Ich habe hier die Möglichkeit auch noch Englisch zu lernen. Habe hier dann entsprechend eine Statistik, die hier angezeigt wird, was ich da genau tue, welche Fächer lerne, die Punkte. Und zudem habe ich dann hier auch eine Art Rangliste. Das heißt, es gibt da
viele interessante Mitbewerber, Mitstreiter, die das auch erzielen möchten. Und dann gibt es da entsprechend eine Aufführung, da ist jemand, der ist top und kann da entsprechend reingehen und schauen, wie viel er wann gelernt hat und ob ich auch das Interesse habe, das zu nutzen zu wollen. Und so habe ich einfach eine Statistik und ich sehe einfach, okay, ich bin im vorderen Bereich dabei, aber es braucht noch einiges mehr, um dann wirklich nach oben zu kommen. Ich hatte jede Woche wieder das Ganze neu aktualisiert. Du kennst hier natürlich auch, dass es da eine Zeit wo gibt. Und ich habe dann Woche für Woche Zeit und das ist dann hier im Prinzip ja, diese Lektionen, hier aufgeführt sind und gewisse muss man dann entsprechend wiederholen. Genau. Und das ist dann die Sachen, die ich so dank dem Internet entdeckt habe, dank dass ich online danach gesucht habe, welche ich bis heute regelmäßig jeden Tag nutze und weil ich sie auch sehe, dass auch andere das aktiv nutzen und manche sind ehrgeiziger und eventuell haben sie auch andere Prioritäten gesetzt von der Zeit. Ich nutze es auch seither jeden Tag mindestens für eine solche Lerneinheit, etwa für 3 Viertelstunden. Und dieses zusammen mit diesem ER-Kurs führt dazu, dass ich heute diesen Standpunkt habe und den kann ich dann entsprechend vertreten. Bin sehr gespannt, weil nächste Woche werde ich das Ganze dann auf Englisch machen. Dort habe ich weniger Materialien. Aber auch eine interessante Vorgehensweise. Und das folgt dann nächste Woche. Soll einfach, ja, weil jetzt gerade Herbstferien sind, das genutzt werden. Also seid gespannt auf die nächste Woche.